befinden uns hier in Tuttlingen, dem Medical Valley, eine Ansammlung von 400 Medizintechnikfirmen. Und eigentlich kann man sagen, hier ist das Herz, die Zentrale von S-Club AG. Wir sind eine Sparte des weltweit agierenden Medizintechnikkonzerns B. Braun. Die S-Club, die stellt die Produkte her, die im OP im Krankenhaus eingesetzt werden, vor allem natürlich die Produkte, die im chirurgischen Eingriff eingesetzt werden. Man muss sich so vorstellen, für jede OP gibt es festgelegte Instrumentensets. Das sind dann die unterschiedlichen Instrumente, die benötigt werden, um eine OP durchzuführen. Also in der Vergangenheit war das so, dass die Krankenhäuser den Inhalt dieser Sterilcontainer, den Inhalt des chirurgischen Sets, eigentlich nur auf Papier dokumentiert haben. Wir haben den Packlistengenerator entwickelt, weil wir eine einfache Lösung haben wollten für unsere Kunden. Und ich freue mich wirklich, dass wir da in der Zusammenarbeit mit SAP endlich ein Tool entwickelt haben, durch das letztendlich die Krankenhäuser viel einfacher diesen Packprozess gestalten können. Anfangen tut das alles letztendlich in der ZSVA, das ist die zentrale Sterilversorgungsabteilung. Da werden die Instrumente nach einer fertigen OP dekontaminiert, gereinigt, desinfiziert. Danach wird das Set auf Komplettheit und auch auf Qualität überprüft. Der nächste Schritt ist die Sterilisation in einem Autoklaven. Das ist die Dampfsterilisation bei 134 Grad. Die Idee ist, dass wir durch diesen Packlistengenerator letztendlich dem ZSVA-Verantwortlichen, dem OP-Verantwortlichen ein Tool geben, in dem er ganz einfach seine Sieblisten anlegen kann. Seine Artikelnummern, seine Beschreibungen, die Mengen, aber auch Bilder hinterlegen kann. Und er erzeugt dann in wenigen Minuten letztendlich seine Siebliste. Die Krankenhäuser werden deutlich besser ihr Instrumententracking nachverfolgen können, werden sehen können, welche Produkte sie aktuell im Krankenhaus verwenden, in welchem Zustand diese Produkte sind. Und diese Informationen, die fürs Krankenhaus wichtig sind, sind für uns ebenfalls enorm wichtig, damit wir unseren Vertrieb optimal ausrichten können. Digitalisierung ist für uns ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Wir entwickeln auch gerade unsere Digitalisierungsstrategie, wo wir auch festlegen wollen, welche Rolle spielen wir denn im Zusammenspiel mit dem Krankenhaus? Wie werden unsere Produkte digital? Die Idee ist die, dass wir Stammdaten von uns selbst nutzen, die weiter anreichen, auch mit Stammdaten unserer Kunden. Das Zusammenspiel findet statt in der SAP HANA Cloud-Plattform. Die wirkliche Innovation ist, dass wir hier mit einem Smart Device die ganze Stammdatengenerierung erleichtern über diesen Packlistengenerator, über diese App. Mit SAP können wir den Schritt in die digitale Zukunft gehen. Gerade die SAP HANA Cloud-Plattform eröffnet uns da ganz neue Möglichkeiten, die uns bisher so nicht zur Verfügung standen und wird uns ganz neue Dienstleistungen erschließen, die wir dem Krankenhaus anbieten können und dadurch auch für unsere Kunden, die Krankenhäuser, ein noch besserer Partner zu werden.